trägt ein Schleier von Angst und Bosheit durchs Haus. Ich habe heute ein Freibett und ich liebe Frauen. Ich höre die Drecksuhre, kommt schon die Treppen rauf. Ich gucke durch den Spion, oh mein Gott, bin ich drauf. Ich gehe die Treppen rauf mit einem komischen Gefühl. Wird er mir gefallen oder erwarte ich zu viel? Der Zeitpunkt ist da, nur noch ein wenig nach Schwingen. Seine Tür ist hier, jetzt werde ich einfach klingeln. Ich öffne nur die Tür und mal mir alles schon aus. Dieses Mischte kommt hier nicht mehr lebend raus. Ich vertraue naiv seiner starken Erscheinung. Fremd mir zu trauen, da bin ich anderer Meinung. Sie hat überhaupt keine Ahnung, sie durchschaut mich nicht und läuft quer durch den Flur, bis du prächtig bist. Wenn du wüsstest, wer ich als du Bodo bist, hätte die Stille dein Lachen aus dem Gesicht gefickt. Ein beißender Geruch von toten Fleisch liegt in der Luft. Es ist dunkel, es kommt mir vor wie in der Gruft. Seh die Gier in seinen Augen, einen kranken leeren Blick. Was hat er mit mir vor, Mann? Ich glaube, er ist verrückt. Ich spüre deutlich, ich werde langsam erregt. Er schleicht in mir auf, dieser Drang zu befehlen. Mein Gesichtsausdruck wird starr wie ein Stein. Sie hat kapiert, sie ist tot und fängt sofort an zu schreien. Ich stehe mitten im Raum und der Typ schaut mich an mit dem Gesichtsausdruck, den ich nicht einschätzen kann. Verdammt, ich muss hier weg, sonst dreht er hier noch durch. Am liebsten würde ich rutschen, doch am besten bleib ich ruhig. Doch auf einen Schlag ist es dann doch eskaliert. Ihre Unschuld und Angst hat mich so provoziert. Ich weiß auch nicht warum, doch ich muss sie zerstören. Ich pack die Schlampe an den Haaren und fang an daran zu zehren. Ich pack dich im Genick und schleif dich durch den Gang. Ich hab so große Angst, der Typ ist geisteskrank. Jetzt fängt es richtig an, ich schlage auf dich ein. Warum hilft mir keiner, hört mich niemand schreien? Ein Tritt in den Bauch und sie hält dich im Raum. Oh mein Gott, ich glaub, ich komm hier wirklich nicht mehr raus. Ich reiß dir Drecksuhre erstmal die Klamotten vom Leib. Und dann geht's mit dem Hammer ab in die Bewusstlosigkeit. So regungslos liegt sie vor mir da wie tot. Der Anblick ist wunderbar. Ich zieh sie hoch an ihren verdammten Haaren, um sie liebevoll in mein Schlafzimmer zu tragen. Ich öffne wieder meine Augen und ich liege in einem Bett mit engen Handschellen gefesselt. Verreck ich hier im Dreck. So ein brutaler Sadist, er ist erregt von meinen Qualen. Ich muss für seinen Wahn mit meinem Leben bezahlen. Tut mir leid, Kleine, ist noch nicht vorbei. Denn wir kommen jetzt zum besten Teil. Ich werd die ficken, du Hure, um dich ganz zu besitzen. Und danach werde ich dich mit deinem Kissen ersticken. Er dringt in mich ein und ich beginne zu zucken. Bevor ich sterbe, werde ich ihm in seine Fresse spucken. Es ist vorbei, meine Zeit ist rein. Ich werd so sterben, nur von meinen langen Qualen befreit. Ich drück ihr das Kissen immer fester ins Gesicht. Hure, auf zu zappeln und krepier endlich. Na also geht, doch sie hört jetzt langsam auf. Ich liebe es, nur ihr Augen zu schauen. Weg mit dem Kissen, ein toter Mensch. Ich sehe das leblose Ding und fang an zu grinsen. Es gefällt mir noch immer, es ist irgendwie weich. Ich streichle es ein paar Tage und versenke es im Teich.